komm mir zu Hilfe. Liebe Schwestern und Brüder, ich darf Sie alle hier im Dom zur Feier der Eucharistie, nicht die Eucharistie, ein Wortgottesdienst, die Feier der Vesper, ganz herzlich begrüßen und willkommen heißen. Sie, die Sie hier im Dom sind und mitfeiern, aber auch alle die, die über die Medien, Internet, Rundfunk und Fernsehen in dieser Stunde mit unserer Gebetsgemeinschaft verbunden sind. Ein besonderer Gruß gilt unserem Gastchor, dem Birgida-Chor von Berzdorf unter Leitung von Herrn Jonas Dickkopf. Seien Sie herzlich willkommen, dass Sie bereit sind, uns diese Vesper musikalisch zu gestalten. Heute Morgen haben wir im Hochamt das Jahrgedächtnis gefeiert, das erste Jahrgedächtnis für unseren verstorbenen Alterzbischof Joachim Kardinal Meißner, der am 5. Juli des letzten Jahres gestorben ist. Auch in dieser Vesper wollen wir an ihn denken und für ihn beten. Thank you.
Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja. Das Heil und die Herrlichkeit und die Macht ist bei unserem Gott. Unsern Gott, all seine Knechte.
und alle, die ihn fürchten, kleine und große. König geworden ist der Herr, unser Gott, der Herrscher über die ganze Schöpfung. Halleluja, wir wollen uns freuen und jubeln und ihm die Ehre erweisen. Denn gekommen ist die Hochzeit des Lammes und seine Frau hat sich bereit gemacht. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. In jener Zeit fuhr Jesus im Boot an das andere Ufer des Sees von Galiläa hinüber und eine große Menschenmenge versammelte sich um ihn. Während er noch am See war, kam ein Synagogenvorsteher namens Jairus zu ihm. Als er Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen und flehte ihn um Hilfe an. Er sagte: Meine Tochter liegt im Sterben. Komm und leg ihr die Hände auf, damit sie wieder gesund wird und am Leben bleibt. Da ging Jesus mit ihm. Sie gingen zum Haus des Synagogenvorstehers. Als Jesus den Lärm bemerkte und hörte, wie die Leute laut weinten und jammerten, trat er ein und sagte zu ihnen: Warum schreit und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Er aber schickte alle hinaus und nahm außer seinen Begleitern nur die Eltern mit in den Raum, in dem das Kind lag. Er fasste das Kind an der Hand und sagte zu ihm: Talita kum, das heißt übersetzt: Mädchen, ich sage dir, steh auf. Sofort stand das Mädchen auf und ging umher. Es war 12 Jahre alt. Die Leute gerieten außer sich vor Entsetzen.
Liebe Schwestern und Brüder, sicher kennen Sie das Wort Hauptsache gesund. Ein viel gehörtes, ein viel gesagtes Wort, sei es bei einem Geburtstag oder bei der Geburt eines Kindes. In der Tat, Gesundheit ist ein hohes Gut und wir wissen diese Gabe oft erst zu schätzen, wenn es irgendwo bei uns zwickt oder etwas nicht mehr so geht, wie es eigentlich gehen sollte. Für die Gesundheit gibt der Mensch auch bei uns in Deutschland viel Geld aus. Man bemüht sich, wieder schnell fit zu werden. Man bemüht sich, das Leben, die biologische Grenze hinauszuschieben. Manchmal nehmen Menschen so viel auf sich, dass sie dabei das Leben im Heute verpassen. Hauptsache gesund. Sie spüren, liebe Schwestern und Brüder, wie dieser Wunsch auch in Frage gestellt werden kann und muss. Nicht zuletzt auch die Menschen, die mit einer Krankheit, womöglich einer chronischen Krankheit, leben und leben müssen. Leben diese Menschen etwa an der Hauptsache ihres Lebens vorbei? Ist ihnen das Entscheidende des Lebens vorenthalten? Gerade von Menschen, die von einer ernsten, wie wir sagen, Krankheit getroffen wurden, gerade diese Menschen sagen oft, dass sie erst durch die Krankheit tiefere Einsichten gefunden hatten. Und das auch oder trotz einer eingeschränkten Gesundheit ihr Leben, das Leben neu entdeckt wird. Und dass sie so zu einem bewussteren Leben geführt wurden, indem sie die Kostbarkeit der Zeit, die Wertschätzung des anderen Menschen, das Leben neu entdeckt haben. Im Evangelium des heutigen Sonntags, das wir in einem kurzen Auszug eben gehört haben, heilt Jesus Christus die Tochter des Synagogenvorstehers Jairus. So begegnet uns Jesus. Er heilt Kranke, er erweckt Tote zum Leben. Ja, das Christentum ist in der Tat eine Religion des Heilens. Den Menschen heil zu machen durch den, wie wir es auch sagen, Heiland der Welt, das ist das Zentrum der Heilsbotschaft Gottes und Jesu Christi. Den Menschen ging es aber vor allem darum, von der körperlichen Krankheit geheilt zu werden. Jesus aber bleibt dabei nicht stehen. Jesus, er sieht den ganzen Menschen mit Leib und Seele, den er heilen möchte. Das körperliche Geschehen, die Heilung des Leibes, sie wird in den Begegnungen mit Jesus zum Zeichen für das Ganze. Diese Sicht Jesu, den Menschen ganzheitlich zu heilen, an Leib und Seele, wird auch deutlich dadurch, dass die Heilungsgeschichten immer mit dem Glauben verbunden werden. So der Glaube des Synagogenvorstehers Jairus, der Jesus anspricht und darauf vertraut, dass Jesus seine Tochter heilen kann. Nicht allerdings so, dass es eine Heilung gibt und dann erwächst aus der Heilung der Glaube. Das wissen wir, dass das oft im Leben eben nicht so ist.
sondern genau umgekehrt, dass der Glaube da sein muss und erst der Glaube eröffnet dem Menschen die Heilung und die Perspektive eines Lebens, der geheilt ist, das geheilt ist an Leib und Seele. Auch da, wo die körperliche Gesundheit schwindet oder leider nicht mehr erreichbar ist, gibt der Glaube uns die Kraft, die Handicaps meines Lebens in mein Leben zu integrieren, ohne die Lebensfreude zu verlieren. Ich glaube, das erleben wir immer wieder neu, beeindruckend, wie Menschen diesen Weg gehen und uns dadurch Zeugnis geben, Zeugnis des Glaubens. Und so sagt Jesus zur Tochter des Synagogenvorstehers: Talita kum, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Auferstehung, das ist nicht nur eine Wirklichkeit am Ende unseres irdischen Lebens, eine Wirklichkeit, die den Tod besiegt. Auferstehen mit der Hand Gottes, die er uns reicht, das ist die Zusage eines Lebens mit Gott an unserer Seite, der uns jeden Tag neu die Hand reicht und auch ihnen sagt: Komm, steh auf, ich bin an deiner Seite. Amen.
Jesus, Haupt seiner Kirche. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Hilf deiner Kirche, die Spaltungen zu überwinden. Mache sie zum Zeichen der Einheit für alle Völker. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Stehe unserem Papst Franziskus und allen Bischöfen bei. Schenke ihnen Eintracht, Liebe und Frieden. Christus, erhöre uns. Christus, erhöre uns. Gib, dass die Christen immer enger mit dir verbunden werden und durch ihr Leben dich als den Herrn bezeugen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Gib der Welt den Frieden, gib den Völkern Ruhe und Sicherheit. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Lasst uns in Stille vor Gott tragen, was jeder einzelne von uns in dieser Stunde bewegt und die Menschen einschließen, an die wir denken und um die wir uns sorgen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Lasset uns auch beten für all unsere Verstorbenen, vor allem in besonderer Weise für unseren Alterzbischof Joachim Kardinal Meissner. Herr, vergilt ihm das Gute, das er für unsere Erzdiözese und für die Weltkirche gewirkt hat. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Lasset uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat.
Lasset uns beten. Gott, unser Vater, du hast uns in der Taufe zu Kindern des Lichtes gemacht. Lass nicht zu, dass die Finsternis des Irrtums über uns Macht gewinnt, sondern hilf uns, im Licht deiner Wahrheit zu bleiben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Es segne und beschütze euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ich lade Sie jetzt ein, die Sie hier im Dom sind, mit uns die Prozession zur Schmuckmadonna zu gehen. Die Mutter Gottes, die auch für unseren verstorbenen Alterzbischof in seinem Leben ein treuer Begleiter war.